Countdown. Die Sicht beträgt gleich 0 Meter. Echt? Ah, so sehen wir ein bisschen mehr. Ich höre eine Uhr ticken. Ticken Uhren bedeuten nie etwas Gutes. Aber wie gesagt, ich denke, wir... Ach hier, Sprengler. Wir brauchen mehr Zeit. Over. Ich denke, wir nähern uns langsam dem Ende des Spiels. Und... Deswegen denke ich, das Finale ist zum Greifen nah und ich hoffe, es wird ziemlich cool, weil das Spiel an sich gefällt mir eigentlich schon sehr gut. Außer natürlich manchmal die Sachen, die einen ein wenig aufregen. Das ist doch verrückt! Das eigene Gebäude. Okay, warte, wir fangen nochmal an. Wir fangen einfach nochmal an. Ich bin gerade überlegen, was wir überhaupt machen müssen, ob wir einfach alle ausschalten. Auf jeden Fall haben wir nur eine bestimmte Zeit, gleich wenn es losgeht, 5 Minuten. Und das Ziel ist... ich sehe es noch nicht mal, wenn ich so gucke. Ach, da ganz hinten, boah. Nächster hier. Sind die Sprengladungen gelegt? Wie können die uns eigentlich sehen, wenn die so in dichter Nähe ist? Du das platzt. Du hast gerade deinen letzten Fehler bekannt. Guess es. Wow. Was zur... Okay, ich denke, wir dürfen keine Aufmerksamkeit erregen, wie es aussieht. Sonst... Scheiße. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, dann lass uns den mal erwürgen. Dann verkleiden wir uns. Und werfen ihn hier runter. Zum Teufel sind die übrigen Sprengsätze. Die Waffe können wir auch gleich noch mitnehmen. So. Ich denke, wir müssen da vorne die Treppe hochgehen. Anderen Weg sehe ich jetzt hier erstmal nicht. Kenne ich den nicht von der Akademie? So, wir müssen hier hoch, Freund. So, geschafft. Das eigene Gebäude, die Luftwaffe, so, hier haben wir schon einen Checkpoint, sehr gut. Noch 4 Minuten. Oh, ich hasse ja Mission auf Zeit, ne? Kann ich gar nicht leiden bei jedem Spiel. So. Wo lang? Hey, ich bin getarnt. Ich bin getarnt. Okay, danke schön. Wo lang? Hier rein? Ja. So. Überall liegen hier diese Bomben, aber da können wir uns immer dran verstecken. Wo lang denn? Da ist ein Lüftungsschacht auf jeden Fall. Lass uns mal da reinklettern. Auch wenn die Zeit ist eigentlich nicht erlaubt. Macht fast knapp über 3 Minuten. Wo sind wir jetzt? Ach, jetzt sind wir wieder draußen. Hier wäre nur ein Alternativweg gewesen. Ah, fuck, nach 3 Minuten. Ah, scheiße. Bisschen beeilen jetzt. Ich hoffe, die hören uns nicht. Was ist hier? Schlüsselkarte. Nehmen wir lieber mit. Schloss. Aufschießen. So. Tür auf. Und hochklettern. Ach, da ist er ja. So. Stirb doch! Wie viel Schuss braucht er denn? Yeah. Jawohl. Geht doch.
Oh, ich dachte, es ist noch weiter, aber wir hatten ja doch noch gut Zeit. Und war ein extrem kurzes Level. Ich hoffe, es war jetzt nicht das finale Level schon, weil dafür war es ein bisschen zu unepisch. Aber wir gucken mal, was uns jetzt noch erwartet. Wenn es denn weitergeht, ja. Tut mir leid. Jetzt bist du sicher. Gib mir Lenny. Mein Geld. Ihr Geld. Hier haben Sie es. Na komm. Gehen wir. Es ist vorbei. Lieber 47. Wenn Sie diesen Brief lesen, bin ich vermutlich tot. Sie haben mich als Verräterin erschossen. Und Travis hat gewonnen. Überlassen Sie ihm nicht auch das Mädchen. Seine Abteilung hat ohne Wissen der Agency genetische Experimente durchgeführt, aus denen Victoria hervorging. Lassen Sie ihr die Wahl, die Sie nie hatten. Beschützen Sie Victoria. Und töten Sie Benjamin Travis. Epilog. Absolution. Okay, ich denke, das ist die finale Mission. 47. Alle Zivilisten wurden vom Gelände eskortiert. Wir sind ungestört. Travis, ist die Leitung sicher? Was gibt's? Wir haben das Familiengrab der Burnwoods gefunden. Sehr gut. Beginnen Sie mit der Exhumierung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Sie sich davon erhoffen. Wir haben alles gründlich untersucht. Diana Burnwood ist an dem Tag gestorben. Wir haben die Polizei und die Autopsieberichte. 47 hat ihren Tod selbst bestätigt. Was wollen Sie denn noch? Wir haben 47 schon öfter unterschätzt. Nein, die Sache stinkt. Burnwood kann ihren Tod auch nur vorgetäuscht haben. Sie würde sie mit links in die Irre führen. Ja, und wie gesagt, ich denke, das hier ist die finale Mission. Wenn es schon so Epilog-mäßig anfängt und Absolution heißt, ich meine, dann habt ihr nicht viel Beurteilungsspielraum. Und wir haben einen Sniper und einen Haufen Gegner. Ein schallgedämpftes Sniper, will ich meinen. Das heißt, wir sollten erstmal versuchen, welche auszuschalten, die einzeln stehen und wo die anderen das vielleicht nicht gleich mitbekommen, so wie den da vorne. So. Der ist wohl gleich jetzt auch versteckt. Sehr gut. Und ich glaube, ihn hier vorne können wir jetzt auch einfach, genau. Komm, wir brechen mal das Genick. Und ziehen ihn mal hier mit rein. Ich glaube, hier kommt keiner rein. So, das wäre dann schon mal der zweite. Da vorne sind auf jeden Fall noch ein paar, viele. Da ganz hinten auch. Wen können wir dann als nächstes ausschalten, wo sie es vielleicht nicht sofort mitbekommen? So, er ist da runtergefallen. Zentrale, ich habe hier einen möglichen Vorfall. Ich gehe der Sache auf den Grund. So, auf jeden Fall findet er ihn nicht. Und wenn er sich daran stellt, dann wird er gleich hinterher fliegen. Und zwar genau so. Ach, scheiße, doch nicht. Aber es hat trotzdem keiner mitbekommen. So, das erste Gebiet hier wäre schon mal frei, wie es aussieht. Sehr gut. So, da hinten haben wir noch einige. Er fällt da gleich rein. Mit ihm steht er alleine? Scheint so. So. Ja, Freunde, ihr werdet immer weniger. Ob ihr es wollt oder nicht. So, er geht da. Wenn er da hinten steht, kann er auch da reinfallen. Und
Tschüss. Und tschüss. Und ah, jetzt haben sie es mitbekommen, wie es aussieht. Aber das ist nicht schlimm. Wir sind ja noch weit genug weg. Ach. Verdammt, jetzt haben sie uns jetzt gesehen. Verdammt, jetzt kommen sie her, glaube ich. Oder? Ja, okay, jetzt können wir vergessen. Nochmal anfangen. Aber wir können auf jeden Fall viele ausschalten, die wir einfach dann so runterfallen lassen können. So, dann geht's also nochmal los. Erstmal ihn hier vorne. Würde ich sagen. So, ich weiß gar nicht, ob die ihn hier sehen können. Überlegene Position Teil 1, okay. So. Dann machen wir es einfach mal genauso wie eben. Und schalten erstmal die aus. Boah, was? Das. Boah. Nee.